Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Neverwinter. Diese Goldzeller gehen mir auf den Sack. Ja, ich könnte kotzen bei diesen verkackten Goldzellern. Entschuldigung. Das war jetzt nicht die passende Begrüßung, aber zu Gilde einladen. Ja, komm, wir laden den jetzt einfach zu Gilde ein. Spieler ignorieren. Fick dich, du Arschloch. Entschuldigung. Diese Kraftausdrücke immer, aber bei sowas kann ich nicht ruhig bleiben. Und was ich auch definitiv nicht nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass sich darum nicht mehr gekümmert wird. Es kommt mir nicht so vor, als ob sich darum gekümmert wird. Das war früher besser gewesen. Da habe ich nicht so viele Goldzeller gehabt. Weil das kann es ja auch nicht sein, dass ich die jetzt ständig irgendwie ignoriere oder dergleichen, weil, was bringt das? Das Ignorieren bringt gar nichts. Sie erstellen sich dann einfach neue Accounts und ja, wisst ihr Bescheid. Ja. So, ich musste mich nochmal unterm Fuß kratzen. Das ist unglaublich. Mir juckt unterm Fuß. Ich glaube, ich muss beim Duschen mal Füße waschen. Nein, ja, ich weiß nicht, woher das, woran das liegt, dass es mich so, jetzt so kribbelt und der Fuß, vielleicht hat mich da irgendeine Mücke gestochen oder sowas, ich weiß nicht, wobei zu dieser Jahreszeit noch Mücken, wobei hier drin könnte das durchaus passieren, weil hier ist immer relativ warm in der Bude. Laber nicht, ich habe da was für dich. Ja, ist ja gut, wir haben dich ja jetzt befreit. Gib uns mal lieber Infos. Ich weiß, warum du hier bist. Sterbliches Wesen. Du trachtest nach den Geheimnissen der dreifach verräterischen Hohini. Ich werde dir helfen. Aber vorher musst du dich erfreien, der Ashne Day beweisen. Hole vier Erendil-Schwerter von dem gleichnamigen Tolpei, die mich gefolgt haben. Wenn du sie hast, stoße sie die Tür Gut. Ja, gut. Auch sehr interessante Synchronstimme. Und was ich auch ganz geil fand, hier die Skelette, die hier am Galgen baumeln. Das sieht allgemein sehr cool gerade aus. Aber gut. Wir müssen also diese komischen Teufelinnen töten. Ich weiß gar nicht, waren das die mit den Flügeln? Ich glaube ja, ne? Oder waren die das hier? Ich muss mal eben gucken, ob die das hier vielleicht waren. Einfach mal gucken. Die sind ja, die fallen ja relativ schnell um. Ach, guck mal, das sind die sogar. Das, also, da brauchen wir gar nicht die mit den... Hallo, da. So, da brauchen wir gar nicht die mit den... Ach, komm, leck. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen das jetzt einfach mit hier. Scheiß drauf. Wir brauchen gar nicht die mit den Flügeln. Wir müssen einfach nur hier diese Schwerttanten platt machen. Kriegen wir hin. Ist ja gar kein Problem. So, so viel dazu. Ihr habt überhaupt gar keine Chance gegen mich und meine Riesenaxt. Die Axt, die gefällt mir echt gut. Ich kann mich da echt nicht beschweren. Da ist das noch? Ne, das ist wieder so eine komische mit ihrem komischen Flügelchen. Da haben wir aber noch eine. Dann holen wir uns die da erstmal weg. Da haben wir sogar noch zwei. Wie cool ist das denn? So, die ist aber schon mal weg. Und die ist auch weg. Sehr schön. Wunderbärchen. So, die weiße Perle nehmen wir uns. Das Schwert holen wir uns. Was ist das noch? Den Kelch wollen wir nicht. Da ist noch ein Schwert.
Ach, und wir haben es schon abgeschlossen. Wie krass ist das denn? Das heißt, wir müssen jetzt nur noch das Schwert in die Tür stoßen und dann haben wir den komischen Dämon da schon befreit. Ist ja interessant. Dich machen wir aber auch noch eben weg, weil du würdest uns sowieso angreifen. Du alter Lappenkasper. Was? Rennt die hier einfach weg. Ja. So viel dazu, mein freundliches Etwas. So, und die Tür, die müsste eigentlich da sein, wo wir vorhin die Teufelsblatt gemacht haben. Das heißt, ein, zwei Kämpfe werden wir noch vor uns haben. Kommen wir hier durch? Tatsächlich, wir kommen hier sogar durch. Finde ich gut. Dann pullen wir die ja dann doch mal nicht. Aber die hier müssen wir noch wegschlachten. So, sehr schön. Wieder eine Identifikationsrolle, finde ich gut. Und wir sollten auf jeden Fall das nächste Mal, wenn wir dann wieder auf, wenn wir das nächste Mal wieder bei einem Feuer sind, sollten wir auf jeden Fall nochmal beten wieder. Weil das habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen, so wie es aussieht. Denn ich sehe gerade, wir können schon wieder. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, hier erstmal das Schwert reinhämmern. Zack, Schwert ist drin. Damit ist der Bann gelöst. Wir können zurück zu unserer Trulla. Satteln dafür natürlich wieder auf unser Pferdchen auf. Auf unser drachisches Pferdchen. Ja, da bin ich mal gespannt, was die uns als nächstes sagt. Die wird uns dann wahrscheinlich, so wie ich sie kenne, zur nächsten Instanz führen, sondern zur nächsten, wie heißt es denn? Boah, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Zum nächsten Einzelspieler-Dungeon schicken. Was hat denn? Die haben wir nicht gepult? Ich bin begeistert. Das werde ich. Okay. Wissen, Ruinis Geschichte Teil 2. Aha, da könnten wir also die Geschichte von Ruini auch noch erkunden. Wie gesagt, lese ich natürlich nicht vor. Wisst ihr ja, dass ich da jetzt nicht so extrem habe ich das... Was war das denn jetzt? Achso, ich habe falschen Knopf gedrückt. So extrem wollte ich euch dann nicht mit der Geschichte belasten. Also mir persönlich reicht auch schon die Storyline hier von den Quests, die wir zu machen haben. Vielleicht lese ich mir irgendwann mal für mich dann die einzelnen Dinger da noch durch, diese einzelnen Hinweise von den einzelnen Charakteren, um einfach noch ein bisschen tiefer reinzukommen. Aber im Let's Play denke ich mal, das wird einfach den Rahmen sprengen. Aber das habe ich auch schon so oft gesagt, also ich wiederhole mich eigentlich nur noch jedes Mal aufs Neue. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir denn hin? Ach, wir müssen nochmal da zur Kneipe oder was? Tatsächlich, das sieht sogar aus, als ob wir hier nochmal zur Kneipe müssen. Das ist ganz gut, denn hier ist ein Feuer, dann können wir hier mal eben kurz noch dran beten. So, einmal hier, zack, und I. Nein, das war falsch. Ich sollte vielleicht Steuerung I drücken und nicht Shift und I. Sehr schön, wieder ein paar Rohastral-Diamanten bekommen. Und ich muss auf jeden Fall nachher auch dran denken, dass ich dann nochmal gucke bei im Gateway wegen dem den anderen Rohastral-Diamanten, die ich für die Berufe bekommen habe. Nicht, dass die jetzt komplett weg sind. Vertraut mir. Mir war bewusst, dass Ruhini niederträchtig war. Aber das macht ihren Tod umso bedeutsamer. Dieses Wissen mag der Schlüssel sein.
Aber wir müssen es weise nutzen. Ich bin dankbar für die Informationen und eure Hingabe bei der Beschaffung. Okay, haben wir gern gemacht. War auch, Level Up, war auch eine richtig interessante Questreihe, muss ich sagen. Hat mir doch sehr gut gefallen. Ich mach mal eben kurz hier, zack, ich habe nämlich wieder die Großstelltaste festgestellt. Oder Feststelltaste, das heißt das, glaube ich. Das Sanatorium. Es ist an der Zeit, Rohini in ihrer Machtzentrale anzugreifen. Ich bereite unsere verbleibenden Truppen vor. Aber wenn Hexeballs Worten geglaubt werden kann, dann könnte es sich um eine Falle handeln. Ihr sollt für mich auf eine geheime Mission gehen. Findet den versteckten Eingang zum Sanatorium unter Helm's Hold. Kämpft euch den Weg in die Kathedrale frei und attackiert Rohini von dort aus. Gut gemacht. Jeder Tote bedeutet, dass es weniger Kultisten gibt und mehr Teufel zurück in die Hölle geschickt wurden. Okay, machen wir glatt. Wir sollen also den Geheimgang finden, aber bevor wir den finden, werde ich erst natürlich noch skillen. Wollt ihr euch nützlich machen? So, schauen wir einfach mal. So, ich wollte auf jeden Fall, warte mal, wie viele Punkte haben wir denn? 38 haben wir, ne? Da kommen wir noch nicht weiter runter. Nee, da brauchen wir jetzt 40 Punkte. Das heißt, an dieser Stelle werde ich definitiv, was haben wir denn da? Den können wir, ach, den Stahlstachelangriff, klar, den können wir ja auch noch machen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal den Wirbelwind. Dann haben wir den nämlich schon mal fertig, brauchen dann im Grunde nur noch einen Punkt. Ja, brauchen dann nur noch einen Punkt und den können wir dann hier auf die Fähigkeit Stahlschnellangriff setzen und dann haben wir das soweit schon mal fertig. Weil dann haben wir zumindest alles, was wir zurzeit benutzen, auf Rang 3. Das finde ich schon mal ganz gut. So, und hier werde ich natürlich wieder, wie immer, auf den gehen. Auch hier, wenn ihr bessere Tipps für mich habt, also was jetzt den Zweihandwaffenkämpfer angeht, dann schreibt mir das gerne unter die Kommentare. Ich nehme da gerne andere Tipps an, was ich da lieber skillen sollte, um möglichst noch mehr Schaden rauszuhauen. Aber wie gesagt, ich mache das im Moment so nach Gefühl, weil ich nicht wirklich Ahnung habe, wie man so einen Zweihandwaffenkämpfer am besten spielt. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, bisher stelle ich mich da gar nicht so schlimm an. So, jetzt müssen wir... Ja, scheiße, wir sind jetzt hier im Gasthaus, ne? Wir gehen erstmal hier raus, gucken mal, wo wir hin müssen. Und wenn das jetzt nicht das ist, wo ich gerne hin möchte, jetzt gucken wir mal eben auf die Map. Gehen Sie zu das Sanatorium. Was ist hier? Ist eins da. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier rum... Und hier hoch, wa? Weil da zeigt uns der Questpfad wieder irgendwie wie irgendein Quatsch an. So, hier haben wir gleich wieder die Teufelchen am Sack, wa? Ja, nicht ganz. Wir sind dran weggekommen. Hier einmal weiter. Dann müsste ja hier um die Ecke das Sanatorium sein. Genau. Ich weiß zwar nicht, was der Questpfad uns da angezeigt hat, aber was soll's. Solange wir aus eigener Kraft gefunden haben, ist das ja auch ganz gut. Lasst mich euch etwas vorspielen. Neues Wissen, das Sanatorium. Ja. Da treibe ich mich eigentlich jedes Wochenende rum im Sanatorium. Für jeden an euch, der halt so auch The Evil Within guckt. Das ist schon ziemlich krass. So, ach guck mal. Da haben wir schon wieder die Bekloppten hier rumrennen. Hallo. Ihr kleines komisches Pack. Ja, das war doch schon, lief doch schon mal ganz gut. Warum hat sich das jetzt hier geöffnet? Ist hier was drin? Ne, hier ist nichts drin. Aber da sind noch kleine Deppen. So, damit haben wir die weg. Hier können wir noch mal kurz reingucken. Das mache ich schon alleine aus dem Grund, weil da ja immer noch was drin sein könnte. Aber das sieht gerade nicht so aus. Okay, gehen wir weiter. Kümmern wir uns hier ein bisschen um die Ghule. Sehr schön, auch wieder gut getroffen beide, wie sie da sind. Und hier haben wir sogar was drin. Sehr schön. Und die Reise geht weiter. Was ist denn das für einer? Sehr schön. Was ist jetzt? Ach, der hat sich wieder weggeportet, der alte Lappen. Ich hasse das ja, ne, wenn die sich so wegporten. So, den haben wir zumindest schon mal weggeprügelt, den jetzt auch. Hier haben wir einen Heiltrank, ein grünes Teil. Wieder eine Kiste, davon können wir uns auch schon bald wieder totschmeißen.
Oder damit können wir uns bald schon wieder totschmeißen. Was haben wir hier noch? Da ist gar nichts. Also einmal nach oben. Und vor allen Dingen muss ich auch aufpassen, dass ich nicht wieder in irgendwelche Löcher falle. So wie in der einen Aufnahmesession, wo ich gedacht habe, hä, was war das denn? Und wo ich dann in den Abgrund gefallen bin, in den bitterlich bösen und gestorben bin. So, einmal wegflambieren. Und dann ist es das auch schon wieder mit dem gewesen. Wieder eine weiße Perle, finde ich gut. Ein Heiltrank finde ich auch gut, wobei Heiltränke, wir sind so voll gepfropft mit Heiltränken, das ist unglaublich. Die werde ich wahrscheinlich erst in der nächsten Instanz mal wieder benutzen können. Wir werden jetzt, das ist ein Heiltrank, ne? Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall hier erstmal, du solltest den eigentlich nur schlucken. Den noch schlucken. Was? Wieso? Achso, hat er schon geschluckt, okay. Gut, dann haben wir die Tränke soweit alle schon mal wieder drin. Haben uns damit auch wieder ein bisschen stärker gemacht, finde ich gut. Und wir gehen weiter. Wobei, haben wir hier noch irgendwas? Hier ist noch was, oder? Tatsächlich, eine Geheimgewand. Stellt sich für mich die Frage, ist das hier... Das scheint hier der Geheimgang zu sein, den wir sowieso gehen müssen. Okay, das ist interessant, aber das heißt für mich, ich weiß nicht, ob ich da gehen soll. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier noch ein bisschen weiter. Hier scheint soweit nichts mehr zu sein. Wir gehen jetzt erstmal hier den Weg. Ich möchte jetzt nämlich alle Wege abtasten und gucken. Hier können wir nämlich auch was drücken. Das kommt mir nämlich sehr unbekannt vor. Wir könnten hier runter und unten durch. Machen wir das einfach mal. Ja, ja, laber mich nicht voll. Ach, wie geil das war. Eine Wirbelattacke. Das ist schon krass. Eine Wirbelattacke gemacht und schon ist hier so ein bisschen der Boden gesäubert. So, die hauen wir nochmal eben schnell weg. Da ist nix. Machen wir das hier mit den nächsten. Dasselbe Spielchen. Was? Du lebst immer noch? Schäme dich. Da haben wir noch was. So, das außer Sicht. Und ich glaube, ich muss mal eine kurze Pause machen. Denn ich glaube, die Frau ist gerade wiedergekommen. Und ich muss hier, glaube ich, die Tür aufmachen. Denn die Tür ist noch abgeschlossen. Jetzt kann ich den Hebel nicht drücken, verdammt. Moment. Eben noch hier die platt machen. Da, oh, jetzt kommt hier auch noch welche. Ey. Ist unglaublich. Haut ab. So. Jetzt haben wir erstmal Ruhe. Und dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle eben einen ganz kurzen Cut und wir sehen uns dann. Wisst ihr was? Ich mach's anders. Ich mache jetzt an dieser Stelle, mache ich den großen Cut und beende die Folge. Und dann sehen wir uns hoffentlich in 2 Tagen zum nächsten Part von Neverwinter wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!